Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr zu Beginn von FIFA 18 sehr, sehr gut reinstarten könnt. Also ich werde euch da jetzt ein paar Tipps, ein paar Tricks geben, ja, wie ihr am Anfang von FIFA 18 direkt einen guten Start hinlegen könnt. Und falls ihr noch einen zweiten Teil davon haben wollt, smash auf jeden Fall mal ordentlich den Like-Button. 500 Likes wären absolut krank. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für euren krassen Support in letzter Zeit. In der Beschreibung ist natürlich auch noch der Merchandise am Start, der jetzt natürlich auch in schwarz verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt euch auch schwarze Klamotten jetzt holen. Das ist auf jeden Fall jetzt neu. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem ersten von 5 Themen, die ich da heute für euch vorbereitet habe. Und zwar geht es hierbei um die Web-App. Die Web-App kommt meistens so, ja, 2 Wochen vor dem offiziellen Release von FIFA 18 raus. In dem Fall wäre das der 15.09., das heißt der 15. September, das wäre circa in 2 Wochen dann soweit. Man muss natürlich auch sagen, es gibt ja jetzt schon auch die Ronaldo Edition und die Icon Edition, wo du FIFA 18 schon am 26.09. spielen kannst, ohne EA Access oder so. Da kannst du wirklich dann FIFA 18 schon vorher richtig spielen. Da muss man natürlich dazu sagen, dass dann die Web-App irgendwie 2 Wochen vor diesem Datum rauskommen müsste. Das heißt, es wäre dann der 12.09. Also die Web-App wird so 12.09., 15.09., so irgendwas um den Dreh rauskommen. Das ist auf jeden Fall sicher. Und ja, da müsst ihr dann auf jeden Fall unbedingt direkt reingehen und die Web-App auch nutzen, um da schon auf jeden Fall Coins zu machen, um zu traden, aber hauptsächlich auch mal, um eure Packs abzuholen. Denn man bekommt zu Beginn von FIFA 18, wie das eben jedes Jahr ist, geschenkte Packs. Umso öfter bzw. umso länger du schon bei FIFA dabei bist, umso bessere Packs bekommst du. Das heißt, wenn du schon seit 2013 FIFA spielst, FIFA Ultimate Team spielst, dann bekommst du bessere Packs in der Web-App in FIFA 18, als wenn du irgendwie erst mit FIFA 17 begonnen hast. Dann bekommst du nicht so krasse Sets geschenkt. Ja, also man bekommt da wirklich Sets geschenkt am Anfang und die müsst ihr auf jeden Fall natürlich direkt ziehen. Gute Spieler nicht direkt verkaufen, Leute, sondern unbedingt behalten, bis FIFA 18 wirklich richtig da ist, also dann eher so am 26. oder am 29. Verkaufen, ja, das ist wichtig, also nicht in der Web-App gute Spieler verkaufen, das darfst du auf jeden Fall nicht machen. Okay, Jungs, das war der erste Tipp, also Web-App, viel Traden schon in der Web-App, da könnt ihr euch auf jeden Fall dann auch Videos von mir reinziehen oder von anderen YouTubern, die da Trading-Tipps hochladen, ja, also viel Traden und eben unbedingt diese Packs öffnen, das ist ganz, ganz wichtig und die Spieler, die guten Spieler noch nicht verkaufen. So, dann gehen wir rein zum zweiten Thema und da habe ich schon ein bisschen, das habe ich schon ein bisschen angesprochen gerade eben. Und zwar gibt es verschiedene Versionen von FIFA 18 und zwar gibt es mittlerweile 3 Versionen. Ja, das war letztes Jahr, glaube ich, noch nicht ganz so, ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Aber auf jeden Fall gibt es dieses Jahr 3 Versionen und mit der Ronaldo Edition, die natürlich mehr kostet, die kostet 80 Euro. Und mit der Icon Edition, die, glaube ich, 90 Euro kostet, kann man eben FIFA wirklich 3 Tage schon früher spielen. Mit dem EA Access kannst du es dann nochmal ein bisschen früher spielen. Das heißt, ganz, ganz wichtig, falls ihr unbedingt den perfekten Start in FIFA 18 haben wollt, müsst ihr euch eigentlich eine bessere Version holen. Denn dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, 3 Tage vorher schon FIFA zu spielen. Schon offiziell das Gameplay auch zu spielen, schon Spiele zu machen, dadurch Coins zu bekommen, die Daily Objectives zu machen, Drafts zu spielen und so. Also ihr könnt dann wirklich schon das Spiel spielen. Dadurch habt ihr natürlich einen ordentlichen Zeitvorsprung. Ich meine, überlegt einfach mal, 3 Tage lang könnt ihr schon mehr spielen als alle anderen. Und da ist es eben am Anfang sehr, sehr wichtig, dass ihr da dann auch eben viel tradet, auch eben in-game. Da könnt ihr dann natürlich auch besser snipen, denn in der Web-App kannst du ja nicht wirklich snipen. Das ist ganz, ganz schwer. Deswegen würde ich euch raten, euch eine bessere Edition zu holen, falls ihr natürlich das Money dazu habt. Ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde, wahrscheinlich aber eher schon. Aber jetzt, falls ihr irgendwie knapp bei Kasse seid, würde ich euch das nicht raten. Aber falls ihr sowieso irgendwie gerade, keine Ahnung, 100 Euro von eurer Oma geschenkt bekommen habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall die Ronaldo Edition holen. Da habt ihr dann eben 3 Tage früher schon Zugang und vielleicht dann eben dazu noch den EA Access. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob der für Xbox und PlayStation verfügbar sein wird. Sonst war der ja immer für Xbox nur verfügbar. Es kann aber natürlich sehr gut sein, dass der jetzt auch für PS4 verfügbar sein wird. Und dann eben versuchen, schon viel zu snipen und einfach schon wirklich zu spielen, um da eben schon am Anfang viele Coins rauszuholen. Okay, Leute, wir gehen zum dritten Thema weiter und das sind die Packs. Ja, ihr dürft natürlich nicht mit Coins am Anfang Packs öffnen. Ich denke mal, das sagt einem der Hausverstand, aber es kann halt schon sein, dass vielleicht der ein oder andere das macht. Denn wenn ihr am Anfang in der Web-App in diesen geschenkten Packs irgendwas Gutes zieht, dann verkaufen manche Leute diese Spieler dann direkt und ziehen damit wieder Packs, weil sie denken, yo, komm, ich riskiere es nochmal. Würde ich euch absolut nicht raten, ja, mit Coins Packs zu öffnen. Falls ihr Packs öffnen wollt, beziehungsweise es ist auch ziemlich intelligent, Packs zu öffnen,
aber halt nur mit Points. Denn wenn ihr mit Points Packs öffnet, dann kann euch nicht viel passieren. Es kostet natürlich echt Geld, das ist natürlich klar und das ist natürlich auch nicht billig. Aber falls ihr sowieso rein investieren wollt in FIFA und falls ihr sowieso mal Packs ziehen wollt mit FIFA Points, dann würde ich euch raten, das ganz am Anfang zu machen. Denn am Anfang sind die Coins noch viel mehr wert. Ja, wenn ihr jetzt am Ende von FIFA 17 zum Beispiel irgendwie ein 100 Euro FIFA Points Pack Opening macht und dann irgendwie Ronaldo oder so zieht, dann bringt euch das nicht so viel, wie wenn ihr ihn am Anfang von FIFA 18 zieht. Ja, ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, falls ihr Packs öffnen wollt, dann unbedingt mit Echtgeld, mit FIFA Points. Da lohnt es sich natürlich am ehesten noch rein zu investieren. Falls ihr nicht Geld ausgeben wollt für FIFA, dann würde ich das natürlich lassen. Ich selbst gebe auch nicht gerne Geld aus für FIFA. Aber falls ihr eben sowieso Packs öffnen wollt, dann unbedingt mit FIFA Points und unbedingt ganz am Anfang. So, da gibt es übrigens auch noch einen kleinen Trick, den haue ich jetzt einfach auch nochmal kurz raus. Und zwar war es in den letzten Jahren immer so, dass man die Points von FIFA 17 zu FIFA 18 übertragen kann. Also einfach vom letzten FIFA-Teil zum neuen FIFA-Teil übertragen kann. Ich habe mir jetzt mal 5000 FIFA-Points auf FIFA 17 noch draufgeladen und hoffe, dass die in der Web-App bei mir dann in FIFA 18 schon verfügbar sind. Wenn die nicht verfügbar sind, habe ich verkackt, aber ich gehe einfach mal stark davon aus, dass das wieder so sein wird. Ihr könnt gerne auch das Risiko eingehen und eben die FIFA-Points schon draufladen in FIFA 17 und die dann eben auch in der Web-App dann direkt einlösen, denn man kann in der Web-App, in der FIFA 18 Web-App keine Points aufladen. Das geht dann erst in der Vollversion auf der Konsole. Deswegen, falls ihr da irgendwie Risiko eingehen wollt, um eben dann in der Web-App Points zu haben, dann könnt ihr das jetzt in FIFA 17 schon draufladen. Ich übernehme keine Haftung dafür. Ich selbst habe es auch gemacht, ich habe es riskiert. Mal schauen, ob es gut gehen wird. Also falls ihr sowieso Packs ziehen wollt, dann könnt ihr natürlich auch in FIFA 17 die Points draufladen und dann in der Web-App Packs ziehen, denn in der Web-App hat keiner Coins und keiner kann sich Points draufladen. Ja, das geht nur über diesen Trick. Ich hoffe, dass er auch funktioniert. So, let's go, wir gehen rein ins vierte Thema, ins vorletzte, und zwar geht es hierbei um die Teams. Soll man sich ein gutes Team bauen direkt am Anfang? Soll man sich ein eher weniger gutes Team machen? Welche Liga soll man nehmen? Welche Spieler soll man nehmen? So Leute, ganz wichtig, baut euch ein sehr günstiges Team aus sehr unbekannten Ligen. Ja, aber da gibt es dann auch immer overpowered Teams. Also das heißt jetzt nicht direkt, dass ihr ein schlechtes Team haben müsst, aber es ist wichtig, dass ihr ein günstiges Team habt. Das Team sollte jetzt wirklich nicht mehr als 10 oder 15k kosten. Also ihr solltet wirklich nicht am Anfang jetzt irgendwie einen Lukaku oder so euch holen, denn der wird fucking überteuert sein am Anfang, weil den einfach jeder testen will, wie der so ist in FIFA 18 und so. Der ist neu gewechselt und so, das ist alles ziemlich interessant. Das dürft ihr aber bitte am Anfang nicht machen. Macht euch ein Team aus der russischen Liga oder aus der belgischen Liga oder so. Einfach ein random Gold-Team mit Spielern, die overpowered sind. Am besten Non-Dry-Karten, die gute Werte haben. Da gibt es extrem viele Karten, Leute. Also da gibt es wirklich gute Karten und mit denen zockt ihr dann einfach. Und die sind wirklich nicht so schlecht dann. Denn es ist halt blöd, wenn ihr euch zum Beispiel einen Lukaku direkt ins Team holt, wenn ihr die Coins dazu habt, dann kann es sein, dass der sehr, sehr schnell an Wert verliert. Denn die Preise am Anfang von FIFA 18, die schwanken wie eine Welle. Ja, kann man nicht so sagen, glaube ich, aber die schwanken auf jeden Fall. Deswegen ist es sehr, sehr riskant, sich gute Spieler am Anfang zu holen. Deswegen würde ich euch raten, erstmal die ersten zwei Wochen oder so ein billiges Team zu haben. Das werde ich auch machen. Da werde ich sicher auch einen Squad-Builder dazu hochladen und da vielleicht irgendwie ein cooles Hybrid aus der russischen Liga, aus der belgischen Liga, aus der portugiesischen Liga oder so. Das sind so Ligen, die nicht so teuer sind. Ihr dürft euch nämlich einfach nicht so ein overpoweredes BPL-Team direkt bauen, denn BPL-Spieler sind natürlich mehr wert als Spieler aus der russischen Liga, ja, das macht auch Sinn und die sind aber nicht besser, also so ein Non-Rare-Spieler aus der BPL ist nicht besser als ein Non-Rare-Spieler aus der russischen Liga. Schaut einfach auf die Werte, schaut, dass ihr euch ein gutes Team zusammenbastelt und dann geht ihr auf jeden Fall kein Risiko ein, indem ihr da irgendwie gute Spieler habt, die dann an Wert verlieren. Das ist nämlich dann zu riskant, deswegen würde ich euch raten, baut euch auf jeden Fall gute und günstige Teams aus unbekannten Ligen zu Beginn. So, wir gehen rein ins allerletzte Thema und das ist ganz neu in FIFA 18 und zwar gibt es ja jetzt die Daily und Weekly Objectives. Ja, was genau ist es? Da kannst du eben täglich einmal reingehen und eben einmal auch wöchentlich und musst verschiedene Aufgaben absolvieren und dafür bekommst du dann Belohnungen. Ich würde euch sehr, sehr raten, diese Daily Objectives zu machen, wenn sie sich lohnen natürlich. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, yo, spiele ein Spiel in, in Footdraft oder so,
und du hast sowieso gerade einen Foot Draft offen oder so und musst da jetzt irgendwie nur noch das Finale fertig spielen oder so, dann spiel das doch einfach und dann bekommst du eine Belohnung in Form von Coins, in Form von Packs, in Form von untradable Spielern. Also wenn es sich lohnt, dann macht unbedingt diese Weekly und Daily Objectives, denn da kann man, denke ich, ganz gut Coins rausholen. Das dürfte sich auf jeden Fall lohnen, wenn dann jetzt zum Beispiel irgendwie auch steht, yo, wende einen Chemistry Style an einen Spieler an. Ja, sowas gibt es dann sicher auch, also so ganz, ganz leichte Sachen für den Beginn. Dann machst du das einfach und bekommst dafür vielleicht 500 Coins oder so. Aber du hast Coins gemacht, also ich würde euch raten, da wirklich jeden Tag reinzuschauen und eben auch in die wöchentlichen Objectives reinzuschauen, denn die wöchentlichen Objectives sind von den Preisen her natürlich, denke ich, ziemlich gut, besser als die Daily Objectives. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das an sich jetzt auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, falls ihr noch einen oder vielleicht sogar noch einen weiteren. Ich habe nämlich noch ein paar weitere Infos für euch am Start. Falls ihr da noch was sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr, sehr freuen. Checkt gerne auch noch meinen Merchandise ab, Link dazu ist in der Beschreibung. Ich selbst werde den bald auch anhaben, also er wird bald ankommen bei mir, ich habe ihn aber auch erst gestern bestellt. Und ja, Freunde, habe ich noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Und deswegen, ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks habt. Ich selbst habe eben noch, ich habe hier gerade eine Liste. Ja, ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe noch 8 schöne Tipps für euch am Start. Und ja, Freunde, falls es euch gefallen hat, wieso beginne ich da eigentlich nochmal, Alter? Okay, Leute, das war's mit dem Video. Habt immer High Hopes und ciao.